Ich kann nichts dafür. Welcher ist denn das jetzt? Der blaue oder der rote? Nimm den blauen. Der rote. Echt? Ja. Echt? Rumpf mich doch nicht an mit deinem Hinterteil. Wow. Was denn? Ich muss halt nur Shift C drücken. Nein! Irgendwie fliegt die Walze in der Luft. Ne? Oh. Echt? Bei dir fliegt die in der Luft bei mir nicht. Du wo? Was denn? Jetzt hau ab! Twitch drauf kann. Nein! Jetzt! Ich hab dich weg. Ich steig aus. Oh wow. Entschuldigung. Oh, hier nimmt über alles. Da ist er jetzt so drauf fahren, ja. Ja, wie kommt der sonst da drauf? Der hat LKW muss weg. Ach so. Einfach nach vorne fahren jetzt. Ah. Ich dachte, du fährst einfach mal Lehrgänge gemacht, ne? Ja, die machen wir noch. Wenn wir fertig sind mit dem Spiel. Ja, passt noch 1 Meter. Ladung befestigen. Willst du nicht über rückwärts raufhauen? Andersrum? Bauwaschi. Bauwaschi. Musst du die Löschtaste drücken? Hast du die Tutorial nicht gemacht, ne? Nee, hab ich nicht. So, was brauchen wir denn eigentlich jetzt alles da? David ist schon auf dem Weg zum Verdichten. Wie ist denn die Zeitvorgabe? 12 Stunden, um die Maschinen hinzukriegen und eine Viertelstunde zum Arbeiten, oder was? Da müssen wir bohren und gießen, das heißt, wir müssen auch den Zementmischer und die Betonpumpe da hinbringen. Ich bring schon mal den Zementmischer dahin. Das sehen wir morgen noch hier. Das tun wir doch sowieso. Oder ich kann mir das Elend von den beiden da nicht angucken, weißt du? Nämlich bin ich das immer, der unproduktiv ist. Wow. Achtung, ich hab ein Fahrzeug, ich komme. Oh mein Gott. Gut, Ladung ist befestigt. Was, den Raupenkran sollen wir da hinbringen? Den haben wir aber noch nie ausprobiert. Den haben wir noch nie. Den haben wir noch nie ausprobiert. Haben nur gekauft für 800.000. Ja, richtig, die ganze Kohle verschleudert. Ja, aber nur 1,5 Millionen. Na, das geht ja noch. Wir müssen aber 10 Millionen verdienen für den Erfolg. Also, hopp, hopp. Papa, hey, euer ich Geld. Ich bin schon an der Baustelle. Oh, ist hier Platz doch. Oh, Alter, schön ist hier Platz. Und hier ist kein Platz, um den Flattop-Kran aufzustellen? Nein, dann bringen wir den Raupenkran hin. Dann müssen wir mit 2 Teile verladen. Weißt du, wie wir das alles verladen? Erstmal bringst du den Tieflader zurück. Darf ich erstmal die Walze abladen und verdichten? Dann müssen wir nämlich die Ketten verladen und dann brauchen wir den Anhänger, wo der Bohrer drauf ist. Der muss dann auch wieder zurück. Und da kommt dann der Tieflader drauf. Der Raupen. Ach, Wilhelm. Kriegen wir das eigentlich alles da drauf? Da kriegen wir schon bei mir hin. Da kriegen wir schon hin, André. Oh. Das dauert schon noch mit diesen hässlichen Kacke Ding fahren. Mit diesen hässlichen Kacke Ding? Ja, ich mag den Anhänger nicht. Warum magst du den nicht? Weil er scheiße ist. Weil er Kacke Ding ist. Ist doch gehört. Weil es ein Kacke Ding ist. Ich komme zum Firmengelände zurück. Ich hoffe, Olli hat schon mal angefangen. Das muss auf den Blauen. Nee, Olli fährt wieder mit der Pumpe rum hier. Ja, Olli ist wieder total MacGyver-Typ, ey. Hast gesehen? Mit Handbremse rauf hier, Alter. Also mit der Haarnadel und dem Gummi macht er sich mit seinem Arsch auf dem Außenrotor-Motor, ey. Garantiert. Da brauche ich keinen Gummi und keine Haarnadel für. Wow. Nur eine Packung so Chili. Genau. So genau wollte ich das jetzt in Audi. Andere essen Spinat, er haut sich Chili wie Popeye rein. Ja. Nur aus dem Arsch, aus der Pfeife. Olli, zurück zur Baustelle. Nimm ein Taxi.
Ich bin auf der Baustelle. Zur Firma. Oh, ja, du der musst Typ ja, ist verwirrt. Du musst noch den Raupenkran verladen. Oschi muss den Bohrer abladen und dann auch den Anhänger zurückbringen. Also wir brauchen ja, 20 Maschinen. Komme ich hier nirgendwo hin. Was? Ohne Begleitfahrzeug? Was? Die ganzen PKWs, die stören hier überall. Wow. Was denkst du, was das Ding für Windekreis hat jetzt? Soll ich fahren? Lass mal André fahren, genau. Ja, bitte. André zeigt dir das, wie das geht. Das hat er zu deiner Mutter bestimmt auch gesagt. Die hat er zu deiner Mama auch gesagt, David. Was habt ihr eigentlich alle mit meiner Mutter? Kennt ihr die irgendwie? Kennt ihr einfach meine Mutter? Also wenn ihr meine Mutter kennt, dann sagt man bitte Bescheid. Meine Mama? Also wenn ihr meine Mama kennt, dann sagt man bitte Bescheid. Ah. Ich würde sie auch gerne mal kennenlernen. Ah, kennt ihr meine Mama einfach? Ja, die kenne ich damit. Ich würde sie auch gerne kennenlernen. Ach David, ich kenne meine Mutter, kannst meine haben. Kannst auch meine haben. Ich kenne zwar meine nicht, aber kannst meine haben. Nee, du kannst meine haben. Du kannst meine haben. Kannst meine haben. Was? Du wolltest doch eine Mama haben, ich will keine. Ich will keine Mama haben. Ich will auch keine, die wollen immer, dass man zur Beerdigung kommt und so. Ja, und nun? Ich hoffe, ihr seid den Raupenkran am Vorladen da. Was denn, das war so geplant. Ja. Beweis mir das Gegenteil. Das war alles so geplant. Ein paar Straßenschilder umnieten, das mache ich immer. Die gehören da nicht hin. Auf den blauen Anhänger verladen, ne? Das sagt Kenny gerade ganz schön. Auf die blauen Anhänger rauf. Meine Damen und Herren. Wer die Dame von euch ist, das dürft ihr euch gerne aussuchen. Ich möchte die Dame sein. Warum habe ich das ja gerade gewusst? Ach da, die Baustellenschlampe ist auf dem Weg. Oh, Olli, du sollst den Raupenkran verladen. Und nicht die Raupe verladen. Mit dem Vakuum hier. Und Olli hat die Handbremse gefunden. Olli mit Handbremse, ne? Das geht nicht gut. Boah. Wer hat die Tieflader, die Zugmaschine mit zurückgenommen? Ich? Warum hast du denn den Anhänger nicht gleich mitgenommen? Keine Ahnung, was soll ich mit dem Anhänger? Wir brauchen den Bagger noch, ne? Das ist dir klar. Wir müssen noch buddeln. Aber ist in Ordnung. Alles ist hier in Ordnung. So, die Walze kann zurück. Dann verlad die Walze. Ja genau, ich verlade die Walze, dann kannst du den Anhänger gleich mitnehmen und dann kann da der Bagger rauf. Alter, wer hat den Betonmischer so blöd hingestellt? Olli war's. Also ich hab die Pumpe gefahren. Ich hab die Pumpe gefahren. Olli sagt, Olli war's. Olli wird schon wieder... Fick dich. Alter, Olli, was soll denn? Olli, da oben steht ein Turmkran, ne? Den hättest du auch nehmen können. Alter, das Ding war drauf und jetzt kippt die Dampfwalze um, oder was willst du mich, dieses schön blöde Kack? Ich glaub nicht, dass der Turmkran bis hier hinreicht, oder? Weißt du nicht? Oh, Alter. Also, will schon einer den roten Anhänger holen. Ja, den blauen. Wollten Waschi die Zugmaschine. Ah, Waschi und Zugmaschine parken, ne? What? Oh. So, was brauchen wir denn noch? Den Bagger brauchen wir gleich. André kann die Zugmaschine nehmen. Okay, André hat den schon her. Der Bagger ist hier. Ja, den hat Olli gerade. Den hat André ja dann wohl gerade geholt. Oder Olli oder irgendjemand. Ich dachte, wir machen das jetzt mal so richtig professionell, ne? Nein. Ja, wurde so. Professionell, kannst du knicken. So, wie baut man das Ding nochmal auf? Alt F4. Ja, und der Tag gehört dir. Denkst du noch mehr alles drauf kriegen? Nee, ne? Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Dann passt das so. Jetzt. Können wir die Ketten hinten noch drauf kriegen? Aber befestigen können wir schon mal. Die Ketten später. Wir kriegen da bestimmt beides mit. Stopp rauf da! Und hier noch ein Tieflader hier. Den roten haben wir jetzt noch auf der Baustelle, ne? Ja. Ja. Kannst du die einfach oben drauf packen, ey? Schieb die doch da unter. War nicht voll gehabt. Scherz rein, ein bisschen gleiten, aber passt nicht. Okay, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Was macht ihr da? Baut ihr jetzt wirklich drei Mann, um da einen Raupenkran zu verladen, ja, oder? Ja, ja, okay. Ja. Ja, runter, 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 runter. Ja. Noch nach innen, nach innen. Geht's? Nee, stehen überall. Kannst du auch ein bisschen rein? Nee, geht nicht. Geht leider nicht. Egal, dann nimm runter und dann komm ich gleich wieder. Einer muss mit dem Mobilkran dann aber hinterherfahren. Wir haben ja zwei Mobilkräne. Kann ja Olli mitfahren, oder? Ah. Zwei? Wow. Ah, ich musste niesen, Entschuldigung. Ja, wir haben zwei. Wir sind so geil, wir haben uns für 1 Million 2 Kräne gewöhnt. Kriegst Fitness. Und da raus schon davon. Einer muss mit dem Mobilkran hinterher. Hopp, hopp, put, 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 Mobilkran. Fahren wir immer im Kreis. Brumm, brumm, brumm. Da wird der Waschi ganz heiß. Aber sehen, ist gelb geworden, als ich über Rot fahren wollte. So eine Sauerei. Den schon so gesagt. Finde ich nicht gut. Da wird schon über Rot fahren. Und ist wieder einfach gelb. Will noch jemand euch zugucken, ey? Mann, oh Mann. Hm? Ein Kumpel hat gerade gefragt, ob ich hier einen Link von eurer Clipseite. Hat er sich das gut überlegt? Was? Das ist nicht. Was, wer will zugucken? Hast du wieder da? Was? Kollege? Kollege? Da ist er auf einmal wieder. Der David, den hört man stundenlang nicht, ne? Aber wenn es wieder geht, oh, mehr Zuschauer. Mh. Nein, ich will nur, eure tiefgründigen Gespräche nicht unterbrechen, die ihr macht. Boah, Dreckschild, Alter! Denn in der Zwischenzeit ich hätte dich so verblasen. Was sagst du, hättest du mir einen geblasen? Pauli, schäm dich. Der Olli. Was macht der David eigentlich? Der arbeitet angeblich, weißt du, und lässt mich nicht abfilmen. Du darfst nicht arbeiten, du Pissnelke. Was? Ich darf nicht arbeiten. Ey, sonst will ich immer arbeiten, ja? Jetzt will ich mal und darf nicht, oder was? Bin ich jetzt nicht in Ordnung. Wo machen wir jetzt mit dem Ding hier? Wo stellen wir das hin? Das können wir noch nicht aufstellen, sagt Kenny, wenn ihr mal ab und zu den Chat lesen würdet. Was denn? Was müssen wir denn warten? Bis wir soweit sind. Oh. Den Arbeitsschritt. Feuer ein Stück vor. Baustelle. Kann ich den schon mal beiseite schubsen, damit wir den die Ketten holen können? Ja, ne, stell ihn einfach irgendwo hier an den Rand eben. Stell mal irgendwo an die Seite. Ich fahr mal mit dem. Gucken, hat er schon was geschrieben. Ich fahr mal mit dem roten Anhänger. Wow, ist sich denn blöder Ernst oder was? Ehrlich, denn ist das wirklich deren Ernst? Er ist nicht Ernst, er ist Ernest, den du meinst.
Im Ernst, nee, Dieter. Dieter. Der Dijon. Dieter. Was, böse Nerds? Was, wer sind böse Nerds? Wieso? Böse Nerds immer wieder. Ich ignoriere den Chat nicht, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Oh, ich kann mit dem Anhänger nicht springen. Olli kann schon mal anfangen, alles außerhalb der Baustelle aufzustellen. Hä? Was soll ich wo aufstellen? Die Fahrzeuge innerhalb der Baustelle, außerhalb der Baustelle parken. Ich sage, du wartest, bis ich da bin. Waschi sitzt bestimmt schon im Kran und spielt mit den Ketten. Ja. Liedern. Er spielt mit den Ketten Liedern. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Rubbel die Katz, rubbel die Katz. Ich bin gleich da, noch 20 Minuten. Was ist dann in 20 Minuten? Dann bin ich da, in der Firma. Ja. Gerade total spannend, weißt du, weil ich nicht lustig sein darf. Wow. David hat mir gerade geschrieben, wenn wir so weitermachen, dann geht der. Wow. Oh. Also, das finde ich jetzt eine Diskriminierung. Das finde ich jetzt eine Frechheit, dass du mich so diskriminierst und irgendwelche Gerüchte anstellst, ne? Aber André, schön, dass du so ehrlich bist. Ja, ne, wow. Finde ich gut, ne? Was die glaubt mir wenigstens. Jetzt will der David mich wieder als schlechten Menschen dastehen lassen. Das macht er immer. Der schreibt mich morgens um 7 Uhr. Ihr müsst euch überlegen, um 7 Uhr morgens schreibt er mich schon an. Was? Das stimmt doch gar nicht. Normale Menschen wie ich stehen dann gerade mal auf. Du? Ja, hör auf. Hör auf. Andere Menschen, so wie Waschi, gehen dann erst ins Bett. Und er schreibt einen um 7 Uhr morgens schon an. Na, was soll aufstehen? Wieso kann ich den jetzt nicht ankoppeln hier? Was soll der Kram? Weil du ein Gimp bist. Wow. Olli, das hat mich jetzt nicht getroffen. Ich bin voll abgehoben. Alter, nee, die kann. Die geht nicht, die kann ich nicht. Geht nicht, kann ich nicht ankoppeln. Los, Köpfchen, jetzt schieb's drauf, ja. Yeah. Ja, mach ich schon. Jetzt sind doch nur ein paar Ketten. Wenn wir Schluck trinken, wenn wir langsam zu trocken hier alles. Okay, muss ich jetzt für jede Kette einzeln fahren oder kriegen wir beide drauf? Ich hoffe, wir kriegen beide drauf. Geht nicht. Kann ich nicht ankoppeln. Olli, probier du mal. Der Zampe 15, das ist bestimmt. Hast du den Rohrkopf wieder ganz eingefahren? Zampe? Ja, der ist ganz eingefahren. Wieso, ich bin gut. Ich habe das sofort im Gespür gehabt, dass das Anti-Professor-Vakuum ist. Oh mein Gott. Und wer benutzt heutzutage noch Unterholding? Ja, alter echt? Holding, das stimmt, Alter. Der muss ja, wo kommst du denn her, Mann? Unterholding, ja. Was steht du, Unterholding? Mach das richtig. Na, Olli? Hab ich recht gehabt? Jetzt fädel doch mal ein da. Mach doch. Da soll ich ein paar Haare dran kleben an die Räder. Geht nicht, ja, ne? André? Ja. Wir haben ein Problem. Okay, welches? Wir kommen nicht in der Bosch. Wow. Wir können gerade eben, hä? Wir kommen in der Bosch dann nicht. Ja. Oder? Bitte. Nee, ist nicht drauf. Wow, dann deckt mich doch. Oder? Ist er jetzt befestigt oder nicht? Fahr einfach mal. Bist du schon 10 auf Runde rutscht. Warte! Ja, der ist fest. Kann einfach sein Eigengewicht sein, das er da gerade hält. Nee, der ist fest. Was man schlüssig macht, ist die Markierung zweite Runden an. Ja, das ist normal, Olli, das ist normal. Was ist normal? Wir kommen hier, das ist das, was ich jetzt eben gerade seit 2 Minuten versuche zu sagen. Wir kommen hier in dem Arbeitsschritt nicht voran, weil er den Bohrkopf hier nicht fixiert. Oh, David hat's kaputt gemacht. Ja. Da.
geht nicht. Olli probiert jetzt auch schon da, aber es ist. Fußgänger gibt Bonuspunkte. Doppelpunkte! Oh, geht nicht. Waren bestimmt alte Menschen. So wie ich. Wir sind total nutzlos, wir alte Menschen. Was ja geil ist, ich fahre ohne Navi. Ich einmal doch gerade zeigt mir das wieder an, aber. Zurücksetzen den Arbeitsschritt. Nochmal von vorne den Arbeitsschritt. Gerade beim Bohren. Warte, lass mal den Papa kommen. Der holt seinen Zauberstab raus und dann läuft das wieder. Waschi, was ist mit also, dir los? Ey? André. Ja, was selbst, denn? Selbst Olli schafft das nicht, indem er die ja, ganze Ollis Zeit Zauberstab ist ja auch schon alt und schrumpelig. Ja, aber sein Bohrkopf geht da ja nicht rein. Er tut schon die ganze Zeit seinen Bohrkopf rein und rausschieben da die ganze Zeit. Aber es klappt nicht. Das finde ich jetzt voll gemein, dass du das so sagst. Du Schwein. Der tut seinen Bohrkopf voll rein und rausschieben wieder. Wir reden hier vom Bausimulator, ne? Ganz klar, André, nur über Maschinen. Ich geb Vollgas. 51, mehr geht nicht. Ja, dann setz mal zurück, bevor wir hier schon mal rumprobieren. Hab ich gerade. Ihr könnt den Auftrag nicht. Was wollt ihr denn machen? Löcher bohren. Ich könnte nicht mal Löcher bohren, Maschinen. Wow. Ich kann nur in der Nase bohren. Dafür haben wir doch das Drehbohrgerät, oder nicht? So, jetzt geht's, Olli. Wow, Waschi. Treffer versenkt. Oha. Oh, ja, er ist drin. Tiefer, tiefer. Ja, dreh ihn rein, ja. Ach, der Scheiße. Ah, ja, du bist drin. Es ist noch nicht mal 22 Uhr und Olli übersteuert wieder. Ja, das stimmt. Du bist heute ganz schön früh, muss ich auch sagen. Guck mal, der eine Anhänger springt, da geht's mehr, wenn's so weitergeht. Unser Anhänger ist gleich weg. Da hinten verabschiedet sich gerade ein Anhänger, ne? Das ist euch klar. Tschüss! Olli, rette ihn! Mach gut, wenn ihr da Olli, rette unseren Anhänger! Ja. Tanz doch mal in diese Richtung hier! Aha, aha, aha. Ich will hier von der Klippe stürzen sehen. Das ist eine Alpha-Wand, geht nicht weiter. Eine Alpha-Wand. Ja, wiggle, 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 genau. Wiggle, das denke ich mir auch gerade. Was eigentlich, wenn ich mit Vollspeed in diesen Bohrkran da reinfahre? Alter, da passiert genau das. Da wirst du voll weggeschlagen, ey. Hammer, Alter. Wow. Mal euch nicht mehr, wisst ihr das eigentlich? Alter, jetzt habt ihr es geschafft, ja, das ist euch klar. Was haben wir geschafft? Ihr habt ihn kaputt gemacht. Den den Bagger da. Alles. Alles, okay. Ist ja nicht viel. Seht ihr, das ist eine Alpha-Wand, da kann man nicht runterfahren. Also in echt wäre die Firma schon längst pleite gegangen. Das garantiere ich. Wie kommst du denn darauf? Alleine die Kosten an zivilen Opfern hätte ich nicht tragen können. Was? Was bist du denn für ein armer Schlucker? Für dich arbeite ich nicht mehr. Ich habe 1,4 Millionen. Ich brauche ein Auto mit mehr PS. Muss besser rumzen. Ja, siehst du, hättest du den Schwerlastzugmaschine. Och, Waschi. Was denn? Nicht beim Arbeiten, nicht direkt beim Arbeiten hier, das ist nervig. Geh weg, komm, geh, komm, in einem geh in einem anderen Loch spielen. Olli, David sucht deinen eigenen Sandkasten. Ja, Waschi, geh mit deinem eigenen Loch spielen. Komm, Waschi, ich spiel mit deinem Loch und du mit meinem. Wow. Ja, man merkt sofort, wenn André gelangweilt ist, ne?
Ich hab den Maschi endlich eingeklemmt. Der hat ein bisschen mehr Power als der LKW. Ich kann nicht mehr bremsen. Ich kann nicht mehr bremsen, wir sterben. Nein, wir fahren auf die Klippe zu. Der hat wieder kaputt gemacht, war klar. Ich kann nicht. André macht einfach nur noch kaputt. Sinnlose Zerstörung. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr heute seht, nicht aus, wie im Titel geschrieben, leider falsch, Construction Simulator, heute sind wir im Destruction Simulator. Destruction, ja. Mein Kran, der bumst die ganze Zeit sich selbst. Das war auch ein geiles Game. Ja, guck mal, wieder eingelenkt, so geht das. Nur ein bisschen mehr Schwung holen. Fragt euch jemand anders mal bohren? André, willst du nicht mal ein paar Löcher bohren? Na, ich stopf nur Löcher. Kannst du auch machen, darfst du auch machen. Das bohren wir die nicht zu. Weißt du, André, und dein Fahrlehrer sitzt jetzt vorm PC, guckt sich das die ganze Zeit an, haut sich eine Flasche Korn nach der anderen ran und sagt, wie konnte das passieren? Wie haben wir denn den Führerschein? Ja, wollte ich das, denke ich mir auch. Wie hat der Junge seinen Führerschein bekommen? Und dann noch LKW-Führerschein. Leute, gibt den kein. Gibt den kein 40-Tonner. Ehrlich nicht. Das geht nicht, gut, wenn der 40-Tonner gibt. Was? Wir sind doch. In Osiris waren wir doch. Also, Osiris, da waren wir doch souverän. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, da waren wir ja wohl die Souveränität in Person. Wow, der Waschi ist voll hart, Mann, ey. Ich bin fett. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Warte, das Ding muss weg, der Drehbohrkran. Ich helf dir. Das heißt aber nicht, dass du noch mehr Müll dazustellen sollst. Wow. Ich will dir nur helfen, du bist so langsam. Du brauchst mir nicht helfen. Ich bin schnell genug. Ja, ist ja gut, ich lasse es. Ich bin schnell, ich bin. Nee, das ist alleine schon schwer genug. Braucht einen Parkplatz. Ich brauche einen Parkplatz. Hallo Olli! Hast du den Deppen da gesehen? Der kann immer noch kein Loch gebuddelt, ey. Wie lange dauert das denn? Keine Ahnung, ich wäre schon längst fertig. Na, wow. Selbst ich wäre schon längst fertig. Wisst ihr was? Leck mich. Du bist leck fertig. Mich. Leck mich. Eat my Popo. Noch nicht fertig, Mann. Anstöpseln. Leckt meine Eier. Hier bin ich sicher. Nee, können wir jetzt noch nicht füllen, ne? Nein. Haben wir überhaupt noch genug Beton mit 39%? Weiß ich nicht, es sollte reichen. Guck mal, du stellst dich da vorne hin, ich stell mich hinten hin. Schon ist Waschi außer Gefecht gesetzt. Fahr doch mal! Jetzt fahr doch! Muha! Ihr kriegt mich nicht! Ich schwöre, ich krieg dich. Boah, was war das denn? Du hast gebremst! Du hast mich gebremst! Olli! Olli, du Nase! Was denn? Ich kann ich doch nichts für, wenn du nicht fahren kannst! Ich wollte den Waschi umfahren, den Arsch!